Also wir waren ja gestern im Stadion, müsst ihr euch vorstellen. Und wir haben das Spiel geschaut, ganz normal, die ersten 45. Und in der Halbzeit kamen halt echt viele Leute und wollten mit mir Sydney Bilder machen. Wir haben uns selbstverständlich, haben wir uns die Zeit genommen oder wir haben es probiert, mit jedem Einzelnen ein Bild zu machen, was, glaube ich, ging oder auch nicht ging. Auf jeden Fall hat dann die zweite Halbzeit wurde angepfiffen und ich sag zu Sydney, komm Sydney, lass mal hinsetzen. Sydney sagt, ja, okay. Dann setze ich mich auf mein Elia, mach das mal weg von der Blacklist Code. Ist doch in Ordnung. Und dann setze ich mich auf meinen Platz. Und ich sitze da, will gerade das Spiel schauen. Auf einmal kommt eine Frau, die rein lang und sagt zu mir, geh beiseite. Ich so, das kann man auch respektvoller sagen. Dann sagt sie im zweiten Satz, geh beiseite. Ich sag, was für. Auf einmal, ich möchte nicht beleidigen, war dieser Neandertaler im Background, der wirklich Gehirnzellen hat von einer Ameise, beziehungsweise eine Wahrnehmung von dem Neandertaler, und schreit auf einmal, was redest du so respektlos mit der Frau? Ich gucke ihn an, ich sag, was für respektlos? Auf einmal kommt der Mann so zu mir und so, was willst du, was willst du? Und wirft mir einfach sein Kaffee gegen meine Klamotten. Gegen meine ganzen Klamotten. Und ich so, ich guck mich an, ich so, Digga, bist du dumm? Warte mal, bist du dumm, frage ich ihn. Ich so, was machst du? Dann sagt er zu mir, ich soll respektvoll reden. Ich guck ihn an und sag, ey, fällt dir irgendwas auf? Du wirfst mich mit Kaffee ab. Das ist respektlos. Und jetzt kommt das große Ganze. Die Frau und der Mann hatten nicht mal was miteinander zu tun. Die Frau war nicht eine Sekunde bei dem Typen. Die Frau hat nicht Danke zu dem Typen gesagt. Die Frau ist einfach gegangen. Okay? Die Frau ist einfach gegangen. Eine erste Frage ist, Digga, für wen setzt du dich da gerade ein? Das ist nicht deine Ehefrau, das ist nicht deine Freundin, das war irgendein Typ, der was gegen mich hatte, gegen mich und Sydney. Dann hat er mich beleidigt, ich will nicht genau den Kontext raushauen. Und bei mir war so dieser Moment, mir ist der Kragen geplatzt. Also bei mir war schon so wirklich, wirklich, wirklich hoch. Wirklich, wirklich hoch. Dann sagt er zu mir, soll ich dir einen auf die Fresse hauen und so. Dann war aber mir im Bewusstsein so, erstens, Gewalt ist keine Lösung. Das ist so immer der erste Punkt. Glaub mir, Gewalt ist keine Lösung. Zweitens war mir dann auch bewusst so, ich habe was zu verlieren, der hat gar nichts zu verlieren. Sind wir ehrlich? Kann auch persönlich nehmen, das ist irgendein Loser, der alleine im Stadion Stress gesucht habe. Ich bin Profifußballer. Bin der Meinung, dass ich noch eine gewisse Zukunft vor mir habe und ich brauche keine Schlagzeilen oder irgendeine Presse oder irgendein Video, wie ich einen Typen im Stadion in die Fresse hau, okay? Das wäre einfach nur dumm und das wird nur mir schaden, den Typen gar nicht. Am Ende kriege ich noch eine Anzeige, weil ich ihn eine gezogen habe, etc. Dann ist Sydney dazwischen gekommen, weil er gemerkt hat, bei mir ging es wirklich hoch. Sydney ist dazwischen gekommen und hat ihn so weggeschubst. Auf einmal Sydney noch nie in meinem Leben so erlebt. Kuss geht raus wirklich an Sidney, der hinter mir stand wie eine Mauer. Auf einmal kommt Sydney davor und schubst ihn so weg und sagt so, ey, was geht ab? Was soll das? Verpiss dich mal, bla bla bla. Dann wollte er noch Stress mit Sydney machen, irgendwie so. Ansatzweise. Und dann sind, ich will nicht lügen, diese ganzen Jungs und diese Männer, die hinter mir saßen und so,
Die haben gesagt, ey, Willi, setz dich hin, bla bla, scheiß auf den. Wirklich, in dem Umkreis, wo wir saßen, waren nur Ehrenmänner und nur krass korrekte Leute. Und andere Leute wollten ihn dann wirklich scheppern, ne? Also die wollten ihn wirklich scheppern. Die waren Kopf an denen und sagen so, was machst du und so? Verpiss dich mal von hier, das ist respektlos, was ist das für ein Verhalten? Und dann waren auch links zum Beispiel so ein älterer Mann, der sagt auch zu mir so, so ein Verhalten ist wirklich respektlos und so, das kann er nicht machen, bla bla bla. Also wirklich jeder, der da saß und das mitbekommen hat, war gegen den Typen. Es war nicht eine Person, die hinter ihm stand oder gesagt hat, ey, wie du gehandelt hast, war in Ordnung. Selbst die Frau, die er verteidigt hat, war nicht mal bei ihm. Also wirklich, das war, der stand alleine wie ein Loser, okay? Ich bin gesund, das ist das Wichtigste, das sieht mir auch. Aber der Typ hat meine 2000 Euro Tasche gefickt. Der Typ hat meine Jacke gefickt. Also das ist eine Jacke. Ich weiß nicht, wie ich aus dieser Jacke diese Flecken und so alles rausbekomme. Und dann denke ich mir halt, ich gehe ins Stadion und will eigentlich nur ein Spiel schauen. Und da läuft wirklich so ein Versager rum und schüttet mich mit Kaffee voll. Wieso ich keine Anzeige gemacht habe, Bekole, ist einfach aus dem Grund, weil ich mir den Stress nicht geben wollte, okay? Also, ich war halt einfach abgefuckt von der Situation. Ich wurde auch beim Ausgang, kam dann das Security und alles zu mir und Sydney. Der Mann hat mich gefragt, ob ich ihn anzeigen will. Und ich habe ihn nicht angezeigt, weil ich einfach gehen wollte, so. Dann hätte ich wieder im Stadion da mit Polizisten reden müssen und was weiß ich, ne? Und dann bin ich einfach gegangen und habe gesagt, ey, weißt du was, so wie das verlaufen ist, ist es gut. Keine Gewalt angewendet, kühlen Kopf behalten und ich glaube, das war das Wichtigste. Was ich ein bisschen schade fand und ein bisschen respektlos, das sage ich auch so, wie es ist, dass der Typ einfach nach so einer Aktion ganz normal das Spiel weiterschauen darf. Ich schwöre es euch, so ein Typ muss sofort aus dem Stadion. Sofort aus dem Stadion. Und da muss auch so das Security so handeln, weil sowas hat doch nichts auf Fußballrängen zu tun. Irgend so ein 0815 Pitbull, der auf Stress ist. Send